zu stellen, welche Verantwortung nehmen Sie wahr für Ihre originären Aufgaben? Kindergärten ist keine Bundesaufgabe. Schulen ist keine Bundesaufgabe. Hochschulen sind keine Bundesaufgabe. Die Länder hatten im letzten Jahr einen Nettoüberschuss von 12,4 Milliarden Euro. Die Kommunen von 9 Milliarden. Und in diesem Jahr haben wir eine Prognose für die Länder, die noch über die 12,4 Milliarden Euro rübergeht. Und deswegen frage ich manche Ministerpräsidentin und manchen Ministerpräsidenten, wo immer nur auf den Bund gezielt und geschaut wird, was ist denn eigentlich noch die eigene Verantwortung? Wofür sind die Länder noch selber zuständig? Wofür übernehmen sie mit ihrem Geld ihre Verantwortung? Und deswegen wird es, glaube ich, in dieser Legislaturperiode mit darauf ankommen, dass wir hier diese Ausgewogenheit wiederherstellen. Verantwortungsgemeinschaft, glaube ich, sollte mit ein Ziel sein. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Gesamtverantwortung von Ländern und Kommunen. Zweitens, wenn ich den sozialen Aufwuchs im Haushalt sehe, sind wir mittlerweile bei 52%. Wir investieren, wir entlasten die Bürger und dies alles ohne Schulden. Und deswegen, ich habe das schon mal an dieser Stelle gesagt, ich freue mich, meinen drei Enkeln gegenübertreten zu können und zu sagen, der Haushalt 2018 und in der Prognose für die nächsten Jahre lasse ich euch keine zusätzliche Bürde auf. Herzlichen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hoffe, dass es dem Kollegen Kronberg gleich wieder besser geht. Ich glaube, wir unterbrechen die Sitzung für wenige Minuten.